Also. Haben wir wenigstens den nächsten Kuchen. Wir mal. Ich muss schon sagen. Ja. Das Auenland ist echt schön. Das ist schon mal. Zu wie viel Prozent meinst du das ernst? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, ob ich das ernst oder nicht ernst meine. Ja, weißt du, dass du es nicht ernst meinst? Wie kommst du denn darauf? Nur so eine Vermutung. Sie ist schon wieder so schnell da unterwegs, ey. Komm doch da gar nicht hinterher. Ja, kommt davon, wenn du keinen Kuchen hast. Ey, ich stehe auch nicht so auf Kuchen. Was ist denn mit dem Baum passiert? Ich kann ja nichts dafür, wenn Jesus. Du Mist baust. Was ist denn da passiert? Der Baum! Der wächst ja hier voll in den Boden rein. Also, das ist ein Grafikfehler oder? Der ist einfach im Arsch. So. Jetzt einmal gucken, können wir uns. Guten Tag! Gut, wir nehmen einmal Dachsbauten, müssen aber unterwegs einmal absteigen. Jupp. Sag mir nur wann. Jupp. Jetzt? Nein. Okay, jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Okay, sag mir auf Bescheid. Mhm. Jetzt? Mhm. Du wirst es merken, wenn wir absteigen müssen. Ja, weil du mich wahrscheinlich wieder zurücklässt, wie immer. Ja. Toll. Was hab ich eigentlich hier für eine Mutti, ey? Eine liebevolle Mutti. Stopp. Na, immerhin hast du wirklich Bescheid gesagt. Ja, natürlich habe ich wirklich Bescheid gesagt. Glaubst du, ich würde dich hier... Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ja, ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja. Große schwarze Bär. Big Bad Bär. Große schwarze... Big Bad Bär. The Big Bad Bär. Big Bad Bär. Big Bad Bär. Ja, ja, okay. The Big Bad Bear! Oh. Ich weiß, ich bin nicht witzig, aber trotzdem. Ich find's amüsant. Bleibst du eigentlich schon wieder? Ich musste den vielleicht auch ansprechen. So. Großer Schwarzbär. The Big Bad Black Bear. The Big Bad Black Bear. The Big Bad Black Bear. Ja, das ist nicht dunkelbraun. So sieht ein Fuchs aus. Das ist ein Fuchs. Ja, ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Ja, ja, komm. Ja, nur falls du das nächste Mal bei Scribble nochmal ein Fuchszeichen sollst. Nur mal so zur Info. Weißt du? Ich hoffe nicht, dass das nochmal passiert. Es lag nicht an der Zeichnung, es lag an der Farbe. Das sah ja aus wie so ein Marder oder so ein Waschbär oder sowas. Aber nicht wie ein Fuchs. Oder ein Bär mit einem zu langen Schwanz. Da ist der Schwarzbär. Ja, ich weiß. Ich habe ihn gesehen. Ich habe aus Versehen einen anderen Bären anvisiert. Mann, diese verdammte Kamera, ey. Ich find's immer so witzig, wie manchmal durch das Internet die Figuren einfach so wegsliden. Hat was. Mhm. Sieht Sprecht immer so ein bisschen Hart unglücklich Lochmann. Aus. Der heißt nicht echt Hart Lochmann, oder? Doch.
Das ist sehr unglücklich formuliert. Das wäre jetzt schon wieder so ein perfekter Name, aus dem Frisches was zaubern könnte. Er kann da nicht was aus zaubern. Hartlochmann. Hartlochmann. Alter. Das ist schon bitter. Hartlochmann. Ey, wer sich die Namen manchmal ausgedacht hat, ey. Siehst du, jetzt sagst du es selbst. Ja, natürlich. Der Name ist ja auch. Okay. Der ist schon ziemlich hart Lochmann. Ein wundervoller Das ist Tag, der kleine Penner. Oh, schon wieder zu Hyazinthe. Ja, warte. Moment. Na. So. Warte. Ja, für den Namen. Muss ich von hier irgendwo geknallt. Aus dem Kuchen transportieren? Oha. Nee, von hier hinten aus nicht. Ja, vor Schmustetten ist so weit weg. Okay. Und wir können auch nicht mal ein Pferdchen nehmen. Also ich könnte, aber du nicht. Aber ich kann einmal ganz kurz zum Krämer. Bin der aber Juni. Ist mir eine Ehre, ja, euch zu Diensten sein zu dürfen. Ja, ich habe nämlich hier ein bisschen sehr viel verkaufen. Im Inventar. Jo. Ich auch. So, hiervon hatte ich jetzt nichts mehr. Das kann ich verkaufen. Huch, ich wollte gerade sagen, warum verkauft er das nicht? So, 3 Stunden später und wir sind immer noch dabei, Sachen zu verkaufen. Oh, okay, das kann ich ausrüsten. Das ist besser als das, was ich sonst habe. Das kann ich auch verkaufen. Reparieren, alles reparieren. Jo, werde ich vielleicht auch mal tun. So, und wo ist jetzt... Achso, das kann ich aber benutzen. Da ist das Ausrüstungsstück. So, und Guten dann kann Tag. Ich das hier auch einmal... Wie darf ich euch helfen? Die dürfen mir gar nicht helfen. Mir ist nicht mehr zu helfen. Das stimmt. Das kann ich beurteilen. Also bezeugen, also... Ja. Ne? Mhm. So... Weiter geht's. Hart Lochmann. So. Mensch, das ist aber richtig hart Lochmann, ey. Aber 100-zentig. Du Hyazinthe wieder. Unfassbar. Gute Hyazinthe. Wobei wir auch nach Balkfurt könnten und von Balkfurt kann ich den Kuchen transportieren. Das musst du wissen. Weil wir dann hier nach Hobbingen kommen. Dann könnten wir in Balkfurt die andere Quest abgeben. Ich roll schon wieder mit meinem Stuhl gefühlt 30 Meter zurück. Ich brauche Bremsen an diesem Stuhl, ich sag's immer wieder. Liegt aber nur daran, dass der Boden hinter mir so ein bisschen direkt abfällt. Ja. Gut, ich würde sagen, wir geben erstmal die Quest in Balkfurt ab, in der Hoffnung, dass das da die letzte ist. Schauen wir mal. Versuchen sämtliche Kämpfe zu ignorieren. Bei Dachsbauten habe ich, meine ich, den Kuchen. Das Schlimmste ist, wir haben dann eigentlich noch so eine Kneipentour, aber ich weiß nicht, womit wir die Quest auslösen können. Angeblich in Michelbinger. Aber da hatte ich erst keinen gefunden. Weil so fehlt mir nämlich eine Quest für das Buch der Taten. Ich glaube, das werde ich dann wirklich mal auf Stream machen, wenn das okay ist. Ja, sicher. Weil da werde ich jetzt, glaube ich, nicht im Stream noch hinterher dackeln, nur um das eine fertig zu kriegen. Das jetzt mit dem Kuchen, genauso wie das Ding im Michelbinger.
Also ich werde jetzt noch so die Kuchendinger machen, die wir jetzt hier so finden, wo wir im Stream hinkommen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir uns bald nach Bre auf. Also ins Breland. Damit wir auch mal wieder was anderes sehen. Ja, bitte. Da bin ich sehr erbaut von. Wie gesagt, wir sind eigentlich nur noch hier wegen der letzten zwei Quests, die sich ewig hinziehen. Die ich auch schon gar nicht mehr vorlese, weil es einfach ohne Sinn und Verständnis ist. Ja, und weil du unbedingt Kuchen transportieren möchtest. Ich habe schon wieder vergessen, meine Cam woanders hin zu dingseln. Mach ich in der nächsten Pause. Ja, dann dings mal. Ja, ja, muss ich in der nächsten Pause machen. Das kriege ich von denen. Kriege ich hier so nicht hin. Sonst komme ich ins Spiel nicht mehr rein. Und wenn ich jetzt direkt drauf tappe. Ich kann nur über den Shop raus, über den Herr der Ringe Shop. Na, hast du mal gesagt. Wenn ich in den Herr der Ringe Shop gehe und dann wieder reinkomme, dann geht das. Anders leider nicht. Das wird aber lustig, wenn wir dann im Breland sind. Warum? Naja, weil wir uns dann die ganze Zeit auf der anderen Seite des Flusses mit Bingos Quest und so beschäftigen. Wobei wir das auch. Das ist doch nicht lustig. Wobei wir auch in den alten Wald kommen. Das heißt, wir sehen dann endlich mal ein anderes Setting. Oh Mann. Nein, also wirklich mal was anderes als dieses ewige Feld und Wald- und Wiesenwirtschaft hier. Ich bin gespannt. Also den alten Fight finde ich echt cool. Du wirst ihn wahrscheinlich wieder ekelhaft finden, weil er halt einem Labyrinth ähnelt. Aber ich finde tatsächlich, hast du die Bücher gelesen? Nein. Warum liest du nicht, Junge? Warum liest du nicht? Lese genug, nur halt keine Bücher. Dann hör dir das Hörbuch an. Das kriege ich hin. Ich kann dir auch das, wenn du hier bist, kann ich dir auch mal das Hörbuch zeigen. Was ich höre, seit ich klein bin. Hörbuch. Auf jeden Fall finde ich, dass der alte Wald hier richtig, richtig gut. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Den im Buch ankommt. Ach, was will der denn jetzt schon wieder? Genau das denke ich mir auch gerade. Weißt du, das ist eine Quest, die wir gefühlt seit Anfang an haben und die einfach nicht zu Ende geht. Die hat einfach so viele Nebenverzweigungen und es ist Essen. Aber die jetzt auch abzubrechen, dann wäre das Ganze schon wieder umsonst. Ich hab nicht gesagt, dass ich sie abbrechen soll. Ich hab einfach gesagt, können wir die nicht töten? Echt? schön. Sei froh, dass du dein Buch der Tat nicht mehr vervollständigen musst. Also, zumindest das Auenland nicht mehr. In Breland sieht's dann wieder anders aus. Das machen wir dann wieder gepflegt zusammen. Und du denkst dir nur so, oh Scheiße, warum habe ich wieder mit Herr der Ringe angefangen? Warum habe ich das gemacht? Warum tue ich mir das an? Das ist, kannst du Gedanken lesen? Das ist unheimlich. Ja, manchmal kann ich Gedanken lesen. Ich merke das schon. Ich finde das unheimlich. Ja, ne? Geh aus meinem Kopf raus. Ach ja. Ach ja. So, einen brauchen wir noch und dann ist der... Nein, er hat eine Fliege! Nein! Was denn? Ich war kurz vor Ende. Ich hatte das fast gesammelt und da kam der Erntefliege. Die Erntefliege. Die hat mich geerntet. Bringt die Stechgeste. Ja, wir müssen wieder zu dem ollen Typen zurück. Sei froh, dass es kein Boffin ist. Es ist nur ein Bulger. Der ist ja auch schon tot. Ich weiß nicht, ob du NPCs töten kannst. Das sollte man mal in so einem Spiel machen, ey. Dass du einfach machen kannst, was du willst. Das wäre mal wirklich, das nicht mal wirklich Open World, MMO, kannst machen, was du willst. Also in Elder Scrolls Online kannst du die Wachen töten. Du musst nur relativ gut sein in dem, was du tust. Du kannst auch die Wachen beklauen. Und allgemein kannst du klauen. Also ESO ist da relativ frei. Meine ich. Oh hier, meine Familie, Schweine.
Das hast du gesagt. Wie ist das Wertebefinden? So. Bringt die Verbände zu Kalum. Ja, gut. Kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich muss Kuchen gleich transportieren. Wir sind jetzt hier in diesem Dorf fertig. Die Verbände zu Kalum. In Kalum kommen wir bestimmt vorbei, aber ich kann wahrscheinlich nicht währenddessen auch noch das machen. Ich muss jetzt nur die Kuchentante finden. Auch selber nichts geschissen kriegen, ey. Nö. Boah. Das ist, glaube ich, die Kuchentante. Ey, das müsste mal in echt so sein. Aber einmal die Katzen. Ich geh mal vor. Ja. Ah, nee, das ist der Briefträger. Ich geh mal für mich einkaufen. Hier, mach mal dies, mach mal das, tralala. Ich kann nicht, weil ich bin so schwer beschäftigt. Du bist die mit dem Kuchen, oder? Nee. Oh, doch. Doch, du bist die mit dem Kuchen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Du stiehlst mir schon die sämtliche Lebenszeit. Also, wir müssen nach Hobbingen wieder. Nur für den Fall, dass ich wieder verschwunden bin. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, wo Hobbingen ist, aber pff. Noch siehst du mich ja. Lass mich einfach zurück, ich will ja hier raus und gut ist. Ich versuche so oft wie es geht auf dich zu warten. Nein, nein, brauchst du nicht. Lauf, du hast ja auf Zeit da. Ja, noch geht ja alles. Das größte Problem ist, ich muss einmal auf die andere Seite. Ich komm hier, glaube ich, sonst nicht rüber. Jetzt hiervon eigentlich immer nur der Richtung hier folgen, die ich gerade gucke. Gehe. Na gut. Einfach nur in die Richtung. Dann kommen wir irgendwann von selbst dahin. Ja, wenn du das so sagst. Vor allem in Froschmoor müsst ihr eigentlich auch einen Kuchen abholen. Aber ich kann leider immer nur einen tragen. Wobei, eigentlich heißt es ganz einfach, du musst eigentlich... Na! Hier war das Wasser zu tief. Gut, ich hole den Kuchen aus Froschmoorstätten. Ah nee, ich muss nach Balkfurt zurück. Scheiße. Mutti, ey. Hör mich mal ein bisschen an. Da ein bisschen konzentriert hier. Ich hab hier nicht gesehen, dass das Wasser zu tief war. Oh, oh. Oh, Mann. Das ist nicht lustig. Doch, irgendwie schon. Irgendwie nicht. Irgendwie finde ich das verdammt komisch. Oh, oh. Ah, herrlich. Nein. Was ist daran bitte herrlich? Oh, ich freue mich einfach nur, wenn wir gleich im Breland sind, wenn wir diese Quest hier endlich beenden. Ja, wenn das so weitergeht, dauert auch noch 10 Jahre, ey. Naja, ein bisschen haben wir ja hoffentlich noch. Oh, oh, oh. Komm, dafür hast du dann, sofern du nächste Woche keine Zeit haben solltest, bis Sonntag wieder Ruhe. Ja. Wobei ich mich natürlich freuen würde, wenn du zwischendurch seid. Ja. Wobei Fiesta müssen wir auch noch aufnehmen. Was? Ich glaube, ich habe nur noch 2 Parts. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich meine, ich habe nur noch 2 Parts. Ja, laufen wir ruhig wieder weg. Das ist eine Mutti, ey, ehrlich. Das ist eine Mutti. Ja. Ja. Ich schaue mir über vor Liebe für meinen Sohn. Jau, ich schaue auch gleich über. Oh, Jürgen, du schaust über. Ja, hat man gesehen. War gestern Abend auch so süß. Ich saß dann hier unten noch und habe aufgenommen.
einige Parts und kam dann hoch und da ja Salem zur Zeit seine Magenprobleme da hat, darf er halt bei mir nicht ins Zimmer rein, weil er jetzt schon dreimal meine Bettwäsche oder mein Bett halt vollgereiert hat. Mhm. Und ja, dann hatte ich halt Tür zugemacht, hab mich hingelegt und dann kratzt es halt nur so an der Tür. Ja, so an die Tür. Beziehungsweise erst nach dem gefühlt 100. Mal kratzen, weil ich mir dann so dachte, okay, das ist bestimmt Salem, der halt vorher auf dem Sofa gelegen hat und rein möchte. Nee, es war nicht Salem. Es war Gizmo, unser jüngster Kater. Auch ein Mamatier. Der dann schnurstracks in mein Bett, sich auf mein Bett zusammengerollt hat, erstmal gefühlt eine Ewigkeit mit mir geschmust hat, was er eigentlich selten tut. Und dann habe ich halt Tür zugemacht, damit kein anderer reinkommt. Habe ohne Ohrenstöpsel geschlafen, damit ich höre, wenn der Kater raus will. Dann wache ich heute Morgen auf, liegt Gizmo immer noch neben mir und hat einmal einfach mal komplett 8 Stunden mit mir zusammen im Bett gepennt und war sowas von glücklich, dass er da einfach nur seelenruhig neben mir schlafen konnte. Das ist schön. Ja. Aber ich war halt trotzdem erstaunt, weil das halt überhaupt nicht typisch für diesen Kater ist. Weil er hat halt komplett seinen eigenen Willen. Komplett. So, das ist kein Kater, den du einfach mal hochnehmen kannst und schmuggeln kannst und der einfach mal so locker bleibt. Nee, der macht richtig Terz. So, ja, aber, gestern halt wirklich komplett 8 Stunden lang neben mir gepennt. Und mein Freund hatte ihn halt gestern oder halt morgen halt schon gesucht und war nur so, ich weiß nicht, wo Gizmo ist. Gizmo ist einfach weg. Ich so, Gizmo ist nicht weg. Gizmo liegt seit gestern Abend bei mir im Bett und pennt. Und er nur so, nein. So, doch. Habe ihn reingucken lassen und ja, dann lag er. Zusammengekugelt auf meinem Bett. Zusammengekugelt. Bei der Mutti will man nicht wissen, wie der Papa drauf ist. Ja. Der Papa war noch viel schlimmer von Diggi. Was? Naja, du hast ja deinen Vater nicht mehr kennengelernt. Den Hobbit. Ach so, übrigens, was ich dir noch erzählen muss. Dein Vater. Wenn du sagst, dass es ein Boffin war, logge ich mich sofort aus. Also überleg dir, was du jetzt sagst, die nächsten Worte. Dein Vater war Bingo Boffin. So, können wir weiter? Ich hab mich ausgelockt. Was? Nein, was? Ey! Du denkst, ich hab das nicht, du denkst, ich mach das nicht, oder was? Alter, jetzt komm ich wieder rein. Ja, ich komm wieder, ist ja gut. Super. Was ist das denn jetzt hier? Initialisierung. Ah, mach hin. Mutti wartet. Aber Mutti ist selber schuld. Mutti? Alter. Weißt du was? Ja, warte, das. Und ich denke, ich erst noch so. Okay, der verarscht mich jetzt. Und du machst das ernsthaft. Ja, das, ja. Aber ey, komm, bei der Vorlage, was hast du denn erwartet? Dass ich sage, Darth Vader ist dein Vater? Das wäre mir lieber. Nein. Ah, wobei, als Anakin war er ja okay. Anakin war ja... Aber als er Darth Vader war, das war da nicht mehr. Der kleine Annie. Annie? Oh, ich hab wieder Bock auf Star Wars. Alter, wo bleibst du? Ja, Moment, das ist doch jetzt hier da. Tralala, uftata. Kein Wunder, dass Bingo Boffin dich verlassen hat. Der erinnert sich ja noch nicht mehr an dich. Oh nein, ich bin noch nicht. Ich hab mich noch nicht eingeloggt, ne? Also, ganz, ganz dünnes Eis. Alter, Falter. Warum machst du auch sowas? Warum hättest du nicht einfach ins Charaktermenü gehen können? Ja, ich wollte mich eigentlich gar nicht komplett ausloggen. Oh. Das war jetzt einfach die schnellste Option. So.
Weißt du, nicht Mutti mobbt Sohnemann, sondern Sohnemann mobbt Mutti. Hallo, du hast gesagt, mein Vater ist Bingo Boffin. Also bitte. Ja, was, aber wenn es doch so ist, Junge. Dann machst du eigentlich gar keinen Geschmack. Nö. Wobei doch. Meint man schon. Ich finde ja schön, dass du auf Typen mit haarigen Füßen stehst, aber doch nicht mit Bingo Boffin, ey. Frisches hat haarige Füße. Er hat sogar Haare auf den Zehen. Ja, er ist aber kein Hobbit. Und er heißt nicht Bingo Boffin. Weißt du nicht? Vielleicht ist ja sein richtiger Name Bingo Boffin. Also frisches Boffin, oder wie? Ja. Das ist ein geiler Name. Frisches Boffin. Nein. Doch, so muss er sich mal nennen. Frisches vom Fass Boffin. Oh Gott, nein. Nee, doch. Das ist ein geiler Name. Oh, shit. Das habe ich nur angerichtet. Ich sollte mit meiner komischen Lache aufhören. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ui, Alter. Bin auch wieder erkältet. Was? Wer ist erkältet? Ich bin erkältet. Ach so. Ich nicht. Ja, nee. Du hast aber nur einen permanenten Schrägschlag, ich weiß. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf, ja. Ich weiß. Er hat die mit dem Boffen rumgevögelt, ey. Ja, nee. Und ich bin da auch noch draus entstanden. Ist hier wohl ein Strick oder so? Ich find's so geil, dich zu ärgern. Das macht so viel Spaß. Ja. Das ist meine Hauptbeschäftigung in diesem Spiel. Wobei, eigentlich nur in diesem Spiel. In Harry Potter ja auch. Lego Harry Potter. Ja, könnten wir eigentlich auch mal wieder spielen. Ja, ich muss da erstmal wieder hinspielen. Ja. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Wieder, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Die Quest ist immer noch nicht vorbei. Ja klar, zurück nach Nadelhol. Ihr seid doch alle hohl. Ist so. Ja, was ist denn hier? Ich hab gar nicht mit Eiern gegessen, ey. Zack. Hm. Oh. Na komm doch, wir gehen nach Nadelhol. Okay. Ja, ist halt der längste Weg. Ja, ja. Ja, lieber jetzt den langen Weg als später. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die Questreihe bald vorbei ist. Dass wir dann einfach rüber können. Die Hoffnung so langsam, ehrlich gesagt, auf. Ja, aber. Ja. Ich auch, aber. Das wollte ich jetzt ganz so nicht sagen. Siehst du? Wir kriegen das schon noch alles hin. Yo. Zumindest will ich heute noch mit dir in den alten Wald. Da geht kein Weg dran vorbei. Das machen wir. Dein Wort in Boffins Ohr. Hm? Ja, das machen wir heute noch. Dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Das ist halt die Sache, ne? Das sehen wir dann. Ja, das hast du so einfach. Hm. Ich bin deine Mutter und deine Chefin. Naja, gut, Chefin nicht, aber deine Mutter. Ah. 1000 Jahre jünger als du, aber ich bin deine Mutter. 1000 Jahre, also bitte, ich war mir die älter als du. 1000 Jahre sind es dann nun nicht, ne? Straße leitet vor und vor, weg von der Tür, wo sie kann, weit überland von Ort zu Ort. Ich folge ihr so gut ich kann. Das ist mir schlecht. Gott, ich freue mich schon auf SingStar. Das wird geil. Warum? Och, das wird lustig. Das wird einfach nur lustig. Unsere Zeit ist begrenzt, die wir dann zusammen haben, ne? Das ist klar, das sollten wir nicht mit SingStar verschwenden. Naja, ich nehme mal an, du kommst auf einen Freitag, schätze ich mal. Ja, und Sonntag dann wieder weg. Ja, siehst du. Und da du dann ja nicht sagen kannst, ach nee, ich hab morgen um 8, 9 Uhr muss ich wieder raus und muss los, ne? Deswegen können wir bis in die Puppen aufbleiben. Oh, was habe ich mir da nur eins angetan? Ich tue jetzt schon leid. Sehr, sehr viel
Ne? Oh. Au. Spielen. Mit Fässchen spielen. Trinken. Ja, ja, klar, macht der mit. Hallo? Oh. Wobei, na gut, wir fangen ja auch mit entweder mit Final Fantasy 1 oder Kingdom Hearts 1 an. Doch, ich habe noch zwei, drei andere Spiele, die ich dir zeigen könnte. Da reicht gar kein Wochenende. Natürlich nicht. Da reicht ein ganzes Lebensalter nicht für. Ja, da ich eh schon 1000 Jahre älter bin wie du, habe ich so viel Zeit habe ich auch also nicht mehr. Du, ne? 1000 Jahre, ich bin deine Mama. Ja, achso, du hast gerade selber gesagt, ich bin 1000 Jahre älter wie du. Ja. Ja. Ich war einfach dahergeprallt. Maja, hallo. Maja. Verlassen wir heute den Bienenstock oder nicht? Ja. Warum hast du Willi nicht synchronisiert? Weil ich da wahrscheinlich zu der Zeit entweder noch gar nicht da war oder. Ich weiß gar nicht, wann Biene Maja rauskam. Original, weiß ich gar nicht. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall noch im Fernsehen lief, wo ich entweder klein war. War ich dann noch Quark im Schaufenster oder halt auch noch klein. Also ich war auf jeden Fall hier. Da war ich noch Little Kaya. Also bis ich glaube 10 oder 11 war, gab es das noch im Fernsehen. Meine ich, ist jetzt einfach nur eine grobe Schätzung. Boah, sind wir jetzt weit gelaufen, ey. Mir tun die Füße weh. Je nachdem, wo es jetzt hingeht, können wir wieder zum Pferd zurücknehmen. Seid ja, jetzt machen wir das nicht schmackhaft und wieder geht's nicht. Ach, Ona, ey, ehrlich. Hallo. Naja, wir können zumindest ein Pferd nach Hobbingen nehmen. Das kürzt uns den Weg ab. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Einmal nach Hobbingen, bitte. Einmal ausloggen, bitte. Okay. das Vergnügen hat uns ja gerade. Das setzt sich übrigens in unserer Zeit drauf, ne? Am Arsch. Pass auf, was du zu deiner Mutti sagst. Ich hab doch nichts Schlimmes gesagt. Ich hab nur gesagt, dass das nicht, quasi nicht angerechnet wird. Klar. Nein. Nein. Hm. Oh, ist das eine schöne Landschaft. Warum hast du vorhin so ein cooles Pferd und ich nur so ein einfarbiges Vieh? Ja, weil ich es kann. Weil ich einfach viel cooler bin. Ja, ich bin halt 1000 Jahre älter, ne? Was willst du da erwarten? Natürlich cooleren Sachen. Ach du Scheiße, das Pferd ist ja besoffen, Mann, ja doch nicht. Wie das gerade geritten ist, so um die Wucke rum. Ich so, da. Das vielleicht dann vorbei. Wee, links-rechts-Kombination, wee. Hoch, runter, links, rechts, X, B, Y, A. So, warte mal. Ist ein Cheat. Ah, doch, wir können in der Einkreuzung können wir vom Pferd abspringen. Ich sag dir, wenn wir abspringen müssen. Ach ja, mach mal. Ich hör dir eh nicht zu. Dauert eh noch. Naja. Aber du mal voll Kinder. Mein Pferd ist vielleicht cooler, aber ist langsamer als dein Gaul. Nee. Natürlich, ich bin noch hinter dir. Ja, du bist ja auch später losgeritten als ich. Ja, deswegen kann es doch trotzdem schneller sein. Ich dachte, ich habe einen Ferrari. Also es ist ja nur ein Tabby. Ein Ferrari hättest du, wenn du ein eigenes Pferd hättest. Ferrari. Ich habe zwei Ferraris. Ja, aber einmal ein Ross des Hofnarren. Ja. Und Ross aus Bruchtal. Ja, ja. So, wir müssen gleich absteigen. Oh. Und zwar jetzt. Absteigen. Tschüss. Okay. Ach so, ja, sorry. Hab ich doch, Mann. Ach, nee. Roll doch nicht gleich immer rum, ey. Wenn du deine Mutti mobst. Ja, ja. Na? Hallo, wer mobbt mich denn wohl am meisten? Du dich selbst. Jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst. Das,
Ja, das ist ja was anderes. Da hat ja das Spiel nichts mit zu tun. Das ist ja mein eigenes Problem. Wenn dieses fette Schwein da im Spiegel ist, aber trotzdem. Bleib doch mal stehen. Warum? Oh, weil ich dich nicht mehr sehe. Ich hab doch meine Brille nicht auf. Alter, wie kannst du einen grünen Punkt auf deinem Minimap übersehen? Ja, weil ich meine Hörgerät nicht drin hab, deswegen sehe ich nicht so gut. Noch eine weiterführende Quest. Ich wollte mich verkohlen. Lobelia sagt kein Beutlin. Weißt du eigentlich, wie sehr mir Lobelia auf den Keks geht? Wollen wir sie töten? Leider nicht. Geht nicht. Aber dann wäre die Quest aber vorbei. Das stimmt. Bist du? Guck, aber es geht trotzdem nicht. Man kann ja meine keine NPCs töten. Ja, ich weiß. Leider. Ich hab's auch verstanden. Es wäre so einfach. Ja, guck, wenn wir alle NPCs töten, wären wir schon längst in, hier, wie heißt das Ding da? Mordor. Aber wenn wir alle NPCs töten würden, dann bräuchten wir ja gar nicht mehr nach Mordor marschieren. Warum? Naja, weil dann alle NPCs tot sind. Und welchen Sinn hat es, wenn alle tot sind, inklusive dem Bösewicht der ganzen Baum, Welt? Den meine ich. Was ist mit dem Baum los? Hallo? Ach, den hier meinst du? Ja, guck mal, der wächst doch voll hier in der Erde rein irgendwie. Ja, voll... so ein bisschen. Bisschen? Hast du mit Dick in der Optik? Kannst du mal aufhören, mich zu beleidigen? Jetzt gibt's drei Wochen Tumorrest. Das war eine Frage. Und ich hab sie dir beantwortet. Ja, komm, du kannst ja nicht mal richtig sprechen, ne? Oh, jetzt ist sie böse. Jetzt habe ich verkackt. Oh, scheiße, sie ist ganz ruhig. Das ist nicht gut. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte sprich wieder. Mutti. Entschuldige mich doch wirklich jetzt. Die Mutti machen. Die Mutti macht das gut. Ja, du machst das ganz gut. Du bist super. Du brauchst dir nicht einschleimen. Er passt schon. Doch. Du bist toll. Du hast zwar einen Boffin gevögelt, aber das kann ich dir auch verzeihen. Hey. Guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Guck mal, hier können wir uns Marshmallows machen. Frisches Bingo-Boffin vom Fass. Das ist ein geiler Name. Ein frisches Bingo-Boffin vom Fass. Er tut mir gerade ein bisschen leid. Wie geil. Das ist nicht was lustig. Was manche Leute sich rausnehmen. Ich muss mit euch sprechen. Ach, wo ist denn die alte Schabracke? Ach, da. Wir nehmen sie nicht an. Die Quest. Vor allem, weißt du, kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Hallo? Mach doch deinen Scheiß selber, du. Wir nehmen die Quest nicht an. Schlimme Pumpe. Wir nehmen die Quest nicht an, die sie gibt. Achso, kann ich die irgendwie abbrechen? Du kannst auf Leertaste gehen. Ja, Quest, wollen wir jetzt ins Reden? Die Quest oder anklicken jetzt, ja, und dann einmal auf Abbrechen. Ich hab die jetzt schon angenommen. Warte mal, wie hieß die? Wie hieß die? Ich weiß nicht, wie die Quest heißt. Lobelia war es auf jeden Fall. Scheiße. Ich kann dir das leider nicht sagen. Da kannst du ja nur Dings sein. Irgendwas mit was? Mit dem Mittelalter da. Also Verbände für Kalum ist es nicht. Nein. So, wie kann ich das denn abbrechen jetzt hier? Anklicken und auf Abbrechen. Unten in der Leiste. Ja, sehr schön. Okay. Gut. Weil sonst sind wir wirklich in 3 Jahren noch nicht durch. Nicht? Nein. Reicht schon, dass wir dieses Ding für Kalum noch weitermachen müssen. Bis das nächste Mal eine Questauswahl kommt. Ja! Wer wollte das denn? Ich konnte ja nicht an, dass sie 30 Nebenquests hat. Konntest du das ahnen? Nein. Wie denn? Mhm. Meinst du, ich kenne hier jede Quest auswendig? Halt. Ja. Was? Ja. Nein. Ja, brauchst gar nicht so komisch gucken.
Wer weiß, wie ich gucke? Keine Ahnung, ich muss einfach nur so hergefaselt. Ah, sonst geht's dir gut, oder? Ich überleg noch. Ah, okay. Nee, ich glaube nicht. Na, schade. Was denn? Naja, dass es dir nicht gut geht. Ach, machst du dir Sorgen um mich? Das ist aber nett. Lieb, nett. Nö, ich mach mir doch keine Sorgen um dich. Ja, also, das ist doch auch wurscht, wie es mir geht. Ja, also, dass wir ja nicht zusammenklappen. Hallo? Ich bin ein halber Buffin. Wie soll es mir da schon gehen, Mann? Kann es einem ja nur schlecht gehen, ey. Schön. Hallo, Callum. Ach, der ist das? Bitte wählen. Oh, die Questreihe ist abgeschlossen. Sehr schön. Und tschüss, ab. Jetzt weg hier. Los. So, warte mal, jetzt muss ich einmal ganz kurz. Nein, musst du nicht. Wir gehen jetzt. Das noch nicht. Ballade von Bingo Boffin. Das ist in Bre, da brauchen wir noch nicht hin. Das ist auch alles direkt in Bre. Das auch. Okay. Also, Bingo Boffins Quest. Du siehst deinen Vater wieder. Gut, dass ich mein Schwert vorher geschärft habe. So, dann wollen wir einmal zurück zur Straße. Vor allen Dingen, weißt du, hey, du siehst deinen Vater wieder. Ey, Chip, dass dir das nicht peinlich ist, ey, dass du mit sowas da rumgevögelt hast. Aber das ist doch frisches. Frisches Boffin. Das frisches aus dem Spiel. Nee. Der arme Kerl ist am Pennen, der kann da gar nicht für. Das Geld ist, er ist zwar am Pennen, er kriegt aber alles mit. Tja. Tja. Der arme. Oh Gott, ey.